Ja, da hat man gerade ganz entspannt das Rahmenprogramm eines Retro-Pod-Podcasts aufgenommen und wollte eigentlich jetzt so gegen 0.30 Uhr mal anfangen, den Podcast zu schneiden, zumindest anfangen, ihn zu schneiden. Aber natürlich hat Marius gleich die Gelegenheit beim Schopfe, nee, eher mich beim Schopfe gepackt und gesagt, hast du nicht noch ein Stündchen? Möchtest du nicht noch irgendwas Schönes, hast du Schönes gesagt, irgendwas spielen? Und schön, ich habe mal wieder gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Auf ein Stündchen Schlaf mehr oder weniger kommt es nicht an. Und ich habe schon während des Podcasts am Ende gemerkt, dass mir die Wortfindung schwerfallen. Und ja, wirres Zeug reden ist doch das Beste für Twitch. Und Spiele zu spielen, die ich nicht kenne und nicht zu wissen, was mich erwartet, eigentlich auch. Ich hoffe immer noch, Marius ist nicht da. Doch, ich bin da. Okay. Was passiert hier? Ja, es ist ja quasi die virtuelle, die visuelle Fortsetzung von Patrick am Pranger. Also, das heißt ja, es kann dich jederzeit und überall erwischen. Und wenn es 0.30 Uhr ist, meinst du? Und wenn es, ja, wenn es 0.30 Uhr ist, hättest du mal nicht so laut posaunt eben bei der Podcast-Aufnahme. Ich bin so flexibel, da kommst du doch nicht mehr drauf an. Ja, kannst ja morgen ausschlafen. Nein, ich muss den Podcast schneiden. Ja, gut, aber der ist ja, du musst ja nicht um 8 Uhr damit anfangen. Nein, 10 Uhr reicht. Ja, soll ich dir einfach mal ein Spiel reinladen? Ja, darf ich den Timerschutz starten? Nein. Hm. Erst wenn es losgeht. Es sieht nach Super Nintendo aus. Es ist Super Nintendo. Hm. Und es geht los. Gut, ich muss den Titel gleich noch bei den Xen eintragen, aber das sagt mir was auf jeden Fall. Von denen habe ich schon öfter was gespielt. Vielleicht kenne ich es ja. Kenne ich, aber ich, wann habe ich das? Das musste ich doch mal im Podcast spielen, oder? Ich bin gespannt. Nein, das musstest du nicht im Podcast spielen. Ich habe es ein paar Mal vorgeschlagen, aber irgendwie kam das nie dran. Du bist aber der Meinung, ihr hättet das gespielt, aber das habt ihr nicht. Ich bin auch immer noch der Meinung, wir haben es irgendwie gespielt, aber egal, ich trage es erstmal schön in der Übersicht ein. Das war mir zu ruckelig. Irgendwas war da, oder mir war mir schlecht geworden. Ach, teuer, ich weiß es wieder. Mir ist kurz übel geworden nach 5 Minuten. Du hast jetzt übrigens ein richtiges Problem, weil das Ding hat einen fantastischen Soundtrack. Weiß ich, ich kenne den Soundtrack. Den kenne ich. Ja, und du hörst ihn leider nicht. Ja, das ist richtig. Das ist auch, geht ja logischerweise nicht anders. Ich muss einmal kurz den Namen verändern. Rock'n'Roll Racing ist richtig, ja? Rock'n'Roll Racing. Jetzt sag mir mal, warum das Ding gerade stehen geblieben ist. Weil es langweilig wäre, ohne technische Probleme etwas zu machen. Ey, da sagst du was. Ich lade es einfach nochmal. Vielleicht bleibt es stehen und dann sind wir nach 2 Minuten durch. Ist doch auch mal schön. Jetzt läuft gerade Bad to the Bone. Kann ich den Timer starten? Nein. Noch nicht? Nein. Okay. Da, 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 da. Achso. So, jetzt kannst du gerne mal starten und Start drücken. Ich starte erstmal den Timer. Whatever. Wenn ich ihn finde. So, Timer starten. Wir checken, der Timer läuft. Wenn ich jetzt eine Stunde einfach rede, ist das Spiel zu Ende. Nein. Ich bin ja sogar gespannt, weil das ist ja nichts, was mich schockt. Ja, und das hängt schon wieder. Das ist nicht gut. Für dich schon. Warum hängt sich das auf? Das weiß ich nicht. Vielleicht solltest du lieber dein Nintendo abfilmen. Weil ich kann dich ja nicht steuern. Das ist schon mal sehr schön. Ich mag technische Probleme. Okay. Ja, was soll das? Bei Twitch erleben sie live, wie wir was nicht zu Potte kriegen. Wo war ich denn? Einen Ordner bei dir Patrick quälen nennen. Doch, das geht. Wir filmen einfach doch sonst dein Gerät ab, Mann. Wir nehmen jetzt mal die US-Version, gucken, ob die besser läuft. Bislang sieht's gut aus. Soll ich mal was drücken? Drück mal was. Return? Was soll ich machen? Du machst ein New Game. Gut. Ein Spieler wahrscheinlich wieder. Wie viel bist du? Patrick und ich, also 2. Ja dann. Nimm mal einen, das ist besser. Stell dich solche Fragen um die Uhrzeit. Ja, stell du nicht so eine Frage. Ich bin natürlich ein Warrior, aber ich spiele auf Rookie. Ja, mach mal. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Darf ich mir einen aussuchen? Du darfst dir aussuchen, wen du möchtest. Haben alle Vor- und Nachteile. Du hast keine Stunde auf jeden Fall. Schade, mehr sind das nicht?
Also per Cheat kannst du noch Olaf von den Lost Vikings freispielen. Der hat dann sogar drei Attribute mit jeweils plus zwei, glaube ich. Also das ist der beste, den du kriegen kannst. So. Aber den gibt es halt nur per Cheat. Nö, ich will keinen Cheat. Der hat mich hier hypnotisiert. Den nehme ich. Ich nehme den Hund. Chewbacca. Ich nehme den Hund, der aussieht wie ein Wookie. Rrr. So. Ich muss schon wieder was mit Geld. Das hasse ich ja, aber egal. Ja, du kannst dir zwei von den dreien kannst du dir leisten, den ganz links leider noch nicht. Also muss ich die ersten, den zwei, also ich kann nur einen nehmen, alles klar. Ja. Magst du mir sagen, was der Unterschied ist, oder ist mir wurscht? Die beiden, die du wählen kannst, die haben nicht wirklich Unterschiede, das ist rein Hat der optisch. eine Waffe vorne drauf und der andere nicht, oder? Die haben alle die gleiche Bewaffnung, Ach so, okay. Dann alle die gleichen Attribute. kann ich die Farbe hinterher ändern oder vorher? Du müsstest jetzt mit dem Steuerkreuz nach unten gehen, also mit deinen Tasten, und Ja. dann einmal die Farbe bestätigen, die du gern hättest. Ich hätte gerne in Gelb, genau. Dann erkenne ich vielleicht was. Ja, den möchte ich. Die Und bestätige jetzt ich. musst du oben auf Buy, wenn du den haben möchtest. Ach so, oh Gott. Bleiben Sie ruhig. Ich bin ganz ruhig, weil um die Uhrzeit wirst du nicht mehr viel Bewegung sehen. Okay, und nun kann So, du ich. könntest jetzt das Rennen starten. Daneben hast du die Option Equipment zu kaufen, aber für 2000 kriegst du nicht viel. Da kannst du dann, wenn du siehst unten in deiner Liste die Score, du brauchst 1400, hast bislang 0. Wenn du Rennen gewinnst, kriegst du Punkte dazu. Und wenn du die 1400 voll hast, dann kannst du halt zum nächsten Level. Okay. Dann könntest du daneben ein Auto noch kaufen, weil du ja auch kein Geld für hast gerade. Und ganz rechts wäre noch die Einstellung. Dann Aber gehe ich auf du Start hast jetzt jetzt. nur die Option, das Rennen zu Magst du mir noch starten. einmal vorher sagen, welche Tasten ich benutzen muss? A, B, ich glaube, X müsste Gas sein bei dir. Y ist, ja, Y, C, V ist dann für irgendwelche Waffen. Du und deine komische Belegung. Bremsen kann man nicht, oder was? Bremsen ist Gas loslassen. Achso, es gibt keine Bremse. Nein. Okay, muss ich jetzt schon irgendwie schießen? Was machen? Ich habe auch keine Waffen, Du oder? musst fahren. Ja, mit Y geht's nicht. Achso, mit meinem Y. Alles klar, Entschuldigung. Ich habe jetzt Y vom Controller gedacht. Ich habe auch irgendwo Gegner, die sind schon losgefahren wahrscheinlich. Ja. Oh Gott, da wird mir echt schlecht bei. Das ist. Und wir hören gerade Paranoid von Black Oh Sabbath. Gott, ist das. Ich finde es echt gut gemacht, aber da wird einem ja wirklich ein bisschen übel, weil. Ja, es ist isometrisch, ne? Meine Fresse. Oh. Hilfe. Aber ich werde jetzt die Gegner wahrscheinlich schon nicht mehr wiedersehen, weil ich viel zu spät losgefahren bin, richtig? Also die werden dich vielleicht wiedersehen. Kann ich. Ah, ich hab verschiedene Waffen schon. Ich kann hier springen. Ja, und man kann über den Rand springen. Ja, danke für den Hinweis. Kein Problem. Ich kann schießen irgendwo? Nee, eben konnte ich. Naja, du hast oben die Anzeige, sagt dir an, dass das links ist dein Geschoss. Also, das habe ich ja alles verpasst jetzt. Ja, du kriegst aber jede Runde wirst du wieder aufgeladen. Ich glaube, das würde ich Das heißt, wenn doch du über lieber die mit. Ziellinie fährst, hast du wieder volle Bewaffnung, was in diesem Fall jeweils eins Ich ist. glaube, das würde dich doch besser mit Arcade-Stick spielen, vermute ich. Aber mal gucken. Ich kann ja erstmal so ein, zwei Runden versuchen. Sonst wechsle ich doch nochmal auf den Arcade-Stick. Feel free. Ich finde das jetzt also ganz gut, aber mir wird echt ein bisschen schummrig dabei. Ist das normal oder? Weil normal habe ich keine Probleme bei Spielen, aber das finde ich doch ganz schön. Also ich spiele das Ding seit meiner Kindheit. Also Und ich kenne das Problem nicht, aber ich. Arne würde sagen, es gibt einige Mikroruckler. Ja, zwischen dem 29. und dem 31. da fehlt ein Frame. Ist es auf dem Original auch so in Anführungszeichen ruckelig? Also so ja, ruckelig ist es ja gar nicht. Wie nenne ich es mal so wischiwaschi so ein bisschen? Ja, Okay. das Ah. gehört so. So, hast dein erstes Rennen geschafft. Ja, ich bin Vierter geworden, das hilft aber nicht. Und man kriegt sogar Geld? Nein. Also, das bin ich ja gar nicht. Ich bin ja der Rookie. Und der Ansager sagt auch nur, Ivan is in another time zone. Das heißt, du bist weit, weit abgeschlagen. Ja, ich habe ja den Startknopf nicht gefunden. Also Ja. muss ich dasselbe Rennen nochmal versuchen. Nein, du fährst jetzt das Rennen 2 von 8. Wenn du am Ende dieser Division, also nach diesen 8 Rennen, deine Punkte nicht voll hast, kannst du aber komplett von vorne anfangen. Achso. Also du kannst im Prinzip nicht verlieren. Ja gut, ich kann jetzt Weil. achtmal Vierter werden. Ja, Ich aber weiß, Geld, ich. was du sammelst, Ja. also auf der Bahn liegen ja immer Pakete, das Weiße sind halt, damit lädst du deine Energie wieder auf, die wird oben rechts angezeigt. Und die gelben Dinger sind Geldpakete, da kriegst du dann 1000 Credits für gut geschrieben, Okay, Dollar, whatever. ja, ich bin hier gerade orientierungslos. Das ist mit der Ja. Tastatur schwieriger, als ich dachte, aber egal. Was mein Problem tatsächlich immer ist, ist das Umdenken mit den Richtungen, vor allem isometrisch, aber
Ich habe Ja, dieses es Thema ist. vor ein paar Jahren angespielt. Ich glaube, als wir eine Super Nintendo-Folge gemacht haben, haben wir darüber kurz geredet. Und ich habe es nach 2 Minuten Ja. abgebrochen, weil es mir zu wuselig war. Aber ich finde eigentlich solche Spiele toll. Also ich mag auch Super Sprint und solche Sachen, aber die sind ja eher von oben weiter. Also den Vorgänger davon, das, ach Gott, wie hieß es denn? Was, Dirt Tracks? Nee. RPM Racing. Habe ich tatsächlich vor Jahren bei euch im Laden mal gekauft. Deswegen konnte ich es nicht mehr spielen. Und der Vorgänger ist grausam. Also das Ding hier ist wirklich gepolished. Der Vorgänger ist so, oh, also da hast du echt Probleme. Da sieht es aus, als wäre die Strecke zwischendrin unterbrochen. Und ach nee, der ist ganz, ganz schlimm. Glaube, das wäre mit Controller tatsächlich am besten, wenn das mal funktionieren würde. Das ist ja echt schon wieder schade, dass das nicht klappt bei mir. Also man kann bei ein, zwei Fahrfehler mal keine Chance mit dem nach, schon auf dem einfachen Modus, oder? Sieht jetzt Naja, aus. es ist schwer. Also du bist ja jetzt immer noch in Lap 1. Ach nee, du hast einen Lap fertig. Ach, da sind die, das, sind die haben nämlich schon überholt, einmal nein. Ich glaube nicht, ich überlege gerade. Eigentlich habe ich keine Autos mehr vorbeifahren sehen. Upsale. Ah, scheiße. Lass mich doch mal vorbei. Ich bin nicht letzter, oder? Nee, du bist nicht letzter. Dritter Mensch. könntest du gewesen sein. Ach ja. Sehen wir ja gleich. Jo. Zweiter bist du nicht. Ja, bist Dritter. Das heißt, ich bekomme tatsächlich $4.000 noch. Dollar hast du Und damit kann gekriegt. ich jetzt was Sinnvolles tun. Damit könntest du jetzt gucken, dürftest jetzt inzwischen 6 haben, vielleicht noch mehr, wenn du ein gelbes Päckchen eingesammelt hast. Dann kannst du ja gleich sehen, ob du dir schon Und die was anderen kaufen kaufen auch kannst. ständig was, und es wird immer schwerer pro Runde. Nein, die anderen sind link, der zweite von links. Die anderen leveln in der nächsten Division auf. Alles klar, weil es gibt auch einige Spiele, wo die immer mitleveln die ganze Zeit, Nee, was dann nee, sehr also hier anstrengend hast du ist. wirklich, wirklich noch einen Vorteil, wenn du halt entsprechend dich ein bisschen Also ich verbesserst. ach, ich habe 7000, alles klar, schön. Das ist ein Defender, was ist das? Ein Das ist Eisenmotor. Motor. Motor klingt immer gut. Was ist das? Munition, interessiert mich nicht. Ich finde Knöpfe sowieso nicht zum Schießen. Ich nehme mal einen, oder Reifen, das ist natürlich was für Track. Das ist für Ja, besseres Grip. genau, Kann ich mir auch aber nicht leisten. 30.000 ist natürlich noch weit weg. Ja, ich nehme mal trotzdem mal einen anderen Motor, oder? Du hast 7 und der kostet 40, das wird glaube ich Da nichts. unten stehen die Summen. Scheiße, ich kann gar nichts kaufen demnach. Munition, aber. Ich will keine Munition, das nützt mir Ja, nichts. dann Exit und weiter. Ach Mann. Kann ich mir noch ein bisschen Autos angucken? Achso. Hat ja immerhin schon mal ein bisschen Zeit Nö, ach, gekostet. das ist du. Ich finde das, wie gesagt, eigentlich ganz nett. Ich weiß halt noch nicht mit den Waffen, ob die wirklich wichtig sind jetzt in den ersten Leveln schon. Das Problem ist, du hast also Von jedem mal einen aktiv nur. eine Schusswaffe hast du ja nur eine. Naja, klar, aber wenn ich die Taste ausprobiere, ist sie weg. Richtig, aber du kriegst ja in der nächsten Runde, wenn du über die Ziellinie fährst, wird sie ja wieder aufgestockt. Da habe ich dann zwei, achso. Nee, nee, du hast dann Maximum, Hä, wie geht's da da weiter? kommst du auch nicht Hallo? drüber. Wie komme ich da? Wieso bin ich da nicht rübergekommen eben? Aber du müsstest dann halt in mehreren Runden deinen Gegner malträtieren und der kann sie ja zwischendurch auch heilen, wenn er ein Erste-Hilfe-Pack einsammelt. Natürlich. Also im Moment wäre es halt effizient, wenn du dir einen Gegner raussuchst, der schon qualmt, dann hat er maximal noch einen Punkt Energie und dann kannst du ihn auch mit deinem Laser abknallen. Dazu müsste ich sie sehen. Richtig. So, du hast Glück, du wirst jetzt schon mal mindestens Zweiter, wenn du es nicht versorgst, weil der Lilane und der Graue, die haben nämlich gerade, sind nach der Schanze wieder nach oben gefahren. Das ist falsch, oder was? Richtig. Okay. So, und im Moment sieht es halt recht gut für dich aus, da die jetzt halt eine Ja, klar. halbe Runde hinter dir sind. Ich bin noch auf der richtigen Spur, ja. Ja. Ich verliere so ein Über die bisschen. Kreuzung musst du immer gerade rüber. Also meine Augen machen nicht ganz mit, sonst ist es gut. Okay. Das ist wirklich ganz schön ruckelig. Von wann ist das Spiel? 93. Okay. Das Erstlingswerk von, ach, wie heißen sie denn hier? Die Warcraft-Macher. Blizzard. Damals halt noch Silicon und Ach, den Synapse. ersten Teil davon haben sie nicht gemacht. Nee, der Okay. kommt noch aus einer anderen Feder. Du hast gerade den ersten Platz Jo, gemacht. tut ja auch nicht weh. Das Spiel ist nett. Also, ich weiß, ich kenne den Soundtrack irgendwo her und der war geil. Also das Der ist dazu, richtig geil. das dazu Sind muss irgendwie. wahrscheinlich dann richtig abmischen für einen. Wie So, viel wer hat kriege dann ich mal denn RPM hier? Racing gemacht? 18.000 kriegt man, das ist viel. Oh doch, den Vorgänger haben sie auch gemacht. Entschuldigung, Wollte der gerade sagen, Vorgänger wäre ist auch auch von Blizzard. merkwürdig, wenn der ist jetzt nicht das erste zumindest, aber ein Frühwerk. Also Motor kriege ich ja Okay, dann ist letztes das hier Jahr. wahrscheinlich das Erste, was auch wichtig ist. Du sagtest ja selbst, der Vorgänger ist wohl nicht ganz so spannend. Der ist oh, unspielbar, würde ich ihn mal nennen. Na gut. Aber einfach ist der hier jetzt auch nicht so richtig, ne? Oder Also,
Der Anfang ist noch leicht, später wird es richtig heftig. Ja gut, und dann Dann hast du auch weitaus aggressivere Gegner, obwohl du nur auf Rookie spielst. werde ich auch definitiv dann die Orientierung verlieren, weil wie gesagt, isometrisch, Ja. das sage ich ja nicht als Gag, dass ich damit ein Problem habe. Ich finde das orientierungstechnisch halt schwierig manchmal. Aber das ist, solange es nicht zu viele Kurven sind, ist alles gut. Nö, die Strecken hier sind noch recht simpel. Ich spiele das mal zivil, ich schieße noch nicht auf die Leute. Na doch, einmal darf ich, bin abgerutscht. So, ich guck gerade mal, welche Lieder da alle bei waren. Dann kannst du sie ja mir später vorsingen. Nein, Ach das so, musst du warte, ja dann ja wieder jetzt muss rausschneiden. ich auf dem Medipack irgendwie rauf, ne? Oder was ist jetzt sinnvoll? Ja, das wäre Bin ich ein hilfreich. bisschen kaputt schon dann? Oder also jetzt auch in der Geschwindigkeit oder ist das erstmal egal? Nee, du fährst immer noch genauso, aber du Also, hast jetzt noch einen Punkt Energie. das heißt, Das ist halt ich nicht mehr kann so auch viel. richtig drauf gehen, heißt das. Ja, dann explodierst du, aber dann wirst du nach einer kurzen Auszeit wieder auf die Ich Strecke respawne gesetzt. also tatsächlich, okay. Genau. Okay. Das macht ja dann nichts. So. Dann spielen wir das Ich zu. merke gerade, ich kann nicht auf dem Rechner googeln, weil du ja meine Tastatur steuerst. Das ist doch schon mal gut. Ah, scheiße. Einmal die Kurve nicht gekriegt. Im Moment fährst du doch souverän vorweg. Ja, aber wie gesagt, mir wird ein bisschen schummrig, gerade ernsthaft. Das ist, Okay. ich finde es toll, also ernsthaft jetzt. Ich finde das Spiel super. Also, und mit Tastatur kriege ich es ja auch einigermaßen gebacken, weil ich bin ja überhaupt kein Konsolenkind, wie gesagt. Und da ich alles auf Tastatur gespielt habe früher, ist das jetzt nicht das große Problem. So, wir haben dabei Bad to the Bone, Highway Star von Deep Purple, Paranoid, Black Sabbath, Peter Gunn von Henry Mancini, Born to Be Wild von Steppenwolf und Radar Love von Golden Earring. Das allerdings nur in der Sega-Version. Ne, Was sind das halt war ein 1, 2, Warhammer, das 3, war, das 4, ist ein 5. Motor, das ist, was ist Das denn ist Panzerung. das? Das war der Motor hier. Das ist der Aber Motor. die kann ich mir immer nicht leisten. Ja gut. Panzerung will ich nicht. Ich fahre weiter. Heißt, wir haben also 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Rocksongs, die wiederholen sich dann natürlich. Aber das macht nichts, weil die sind sehr geil in MIDI abgemischt, das klingt sehr gut. MIDI auf dem Ach nee, wie heißt SNES. es denn? Wollte gerade sagen, das hat mich jetzt irritiert. Sie sind im SNES-Sound abgemischt. Okay, weil MIDI hätte mich jetzt verwirrt. Wie heißt denn das? Naja, ich weiß, was ich Oh, meine. ich hatte einen Lag. Okay. Macht aber Das war nichts. eine Mine. Danke, ich dachte, das war ein MIDI-Pack. Okay, das sehe ich so schnell nicht, sorry. Aber Das war ein Medipack. das war auch jetzt ganz gut, glaube ich. Das tat jetzt ganz gut. Jetzt bist du wieder voll. Das ist schön. Ich fahre am liebsten Auto, wenn ich voll bin. So, und du kannst halt mit deinem Auto, du kannst Lasers vor allem, ja. Du kannst Laser nach vorne schießen, du kannst, wie heißt es denn hier? Patrick, die blauen Dinger nicht aufsammeln. Ja, okay. Nägel kannst du nach hinten legen, die bringen aber nichts, die machen nur, sag mal, die ziehen keine Energie ab, die erschweren nur kurzzeitig das Steuern. Und du hast mit dem Auto quasi eine Sprungtaste, die aber ja Nicht viel so bringt. völlig nutzlos ist. Ja, kann ich von der Rampe runterspringen, von der Strecke springen. Ja, also es gibt irgendwie nichts, wo du halt sagst, okay, jetzt kann ich hier quer rüber springen, um abzukürzen, weil dafür ist der Sprung wieder nicht groß genug. Also Das gibt's dann später nochmal sowas, oder? nee, das ist die ersten beiden Autos, also der und der andere, den du dir hättest kaufen können, die haben halt diese Bewaffnung und spätere Autos haben dann komplett andere Bewaffnung. Okay. Aber ist das Also notwendig oder könnte man mit diesem Auto auch weiterspielen? Wie ist das später? du kannst theoretisch mit dem Auto das ganze Spiel Ach durchspielen. so. Wird dann halt nur um einiges schwerer. Ach so, okay. Weil du dann halt irgendwann kein Land mehr siehst gegen die anderen Gegner, weil die Okay. natürlich mit jedem weiteren Level dann auch die besseren Fahrzeuge haben. Und das gibt wie viele Runden insgesamt davon jetzt? Was ist immer. Ja, das ändert sich. Also hier auf dem ersten Planeten hast du 2x8 Rennen. Später hast du, glaube ich, auf dem letzten Planeten hast du, glaube ich, 12 Rennen und das zweimal. Ich kann mein Geld ausgeben, das brauche ich im Spiel nicht. Ne? Das ist Nein, scheißegal. nein, das ist nur fürs Auto, also zum Okay, Einkaufen und das ist ist das jetzt ein Geld. Du Motor, brauchst oder das was ist nicht das mehr. hier? Ist das Das dann. ist jetzt, wäre dann die nächste Stufe vom Motor. Okay, nehme ich. So. Gegen einen guten Motor ist nichts einzuwenden. Also, Autorennspiele So. mag ich normalerweise auch tatsächlich. Und eins meiner Lieblingsspiele, also die Lieblingsspiele sind zwar in 3D eher, aber alles gut. Und doch sind die auch nicht so grundaggressiv im Schießen. Da kann ich ja immer ein bisschen ignorieren. Nee, noch ist das alles recht harmlos. Dann sollte ich das auch einfach. Ja, manchmal steuere ich dann nicht. Manchmal sollte ich das. Jetzt habe ich versehentlich was Gelbes aufge. Ach, das ist Geld. Okay. Und daneben.
Ja, das ist kann mal passieren, wenn man. Hallo, ich Ja, kann. das ist, weil du jetzt bergauf stehst, dann Ah, ist das es eine ist war. sehr beschissene Situation, um da Ah, das festzusitzen. gehört ja so. Okay, jetzt bin ich etwas glitschig geworden. Warum glitschen meine Reifen so? Ist die Fahrbahn anders als eben? Nein. Nee, aber wenn du ein bisschen zu schnell durch die Kurve gehst, dann quietschen die. Gut, das höre ich ja nicht. Für Quietschen bist du zuständig. So, es ist halt so, du hast immer die zwei gleichen Gegner und du hast für jeden Planeten einen extra Gegner. Okay. Der ändert sich halt mit jedem Planeten. Und der hat dann auch immer das auf dem Planeten beste Fahrzeug. Noch nicht voll Okay. ausgerüstet, aber halt, ne, das Fahrzeug an sich macht dann halt auch schon mal viel mehr her als die Vorgängerversion. Und die beiden Standardgegner, also der lilane und der graue, die haben immer das nächst schlechtere Fahrzeug. Also nicht schlechter als du, sondern schlechter als der Computer, als der Was? Ah, da Hauptgegner. habe ich ja echt die Ecke, mag ich ja. Ich bin an derselben Ja. Stelle nochmal rausgesprungen. Das ist schon eine Kunst. Zweimal auf derselben Stelle rausfliegen, das ist nicht Ja, die schlecht. ist auch fies, die Ecke. Die kennst du, bist du auch schon mal rausgeflogen. Ja, ich habe das, ich spiele das seit Kindheitstagen, das Ding. Also bist du das letzte Mal als Kind rausgeflogen. Nein, ich habe es tatsächlich, als ich mir vor ein paar Jahren wieder für Super Nintendo gekauft habe, dann auch endlich mal komplett auf Veteran durchgespielt. Okay. Das heißt, man kann das So. ganz gut trainieren irgendwann. Ja, ich meine, ich kenne es halt von Frühkind halt. Ne? Ich kenne es. Also, ich muss da nichts trainieren, groß. Hast Zwei, du drei Rennen und ich bin wieder drin. das früher schon durchgespielt, oder? Ja, aber nie auf Veteran. Okay, dann wird es einfach noch schwerer, oder? Ja, dann sind sie weitaus aggressiver. Das heißt, jetzt Also bekomme die ich kein. Strecken bleiben die gleichen, aber die Gegner werden schwerer. Jetzt habe ich kein Geld gekriegt, oder sehr wenig Geld zumindest bekommen. Nee, du warst der Letzte, du hast keins Doch, ich habe gekriegt. zwei gelbe Pakete aufgesammelt. Ach so, ja, okay, die hast du Die gekriegt, bringen okay. auch Geld, hast du mir zumindest erklärt. Ja, entschuldige, ich dachte, du Ja, meintest ja, vom ja. Sieg. Bisschen aufpassen, Marius. So, was man bei dem Spiel nicht empfehlen kann, ist der Zwei-Spieler-Modus. Warum nicht? Weil Weil der. dann wird das Bild horizontal geteilt. Wie geht das denn? Da sieht man doch gar nichts mehr. Yeah, der obere Spieler, bei dem ist noch alles cool. Der hat halt noch einen kleineren Bildausschnitt. Da fehlt halt ein bisschen oben was von der Fahrbahn. Der untere Spieler, du hast dann halt nicht irgendwie einen dicken Balken dazwischen, der das Ganze trennt, sondern es ist quasi Bild an Bild. Nein, Und ach der ja. untere sieht halt immer, hat immer das Gefühl, als würde seine Strecke auf dem oberen Bildschirm weitergehen. Und das ist quasi unspielbar. Okay. Also wenn du in einem Rennspiel gewinnen willst, spiel Rock'n'Roll Racing und gib deinem Gegenspieler den zweiten Controller. Ein guter Tipp, das muss ich mir merken. Der zweite hat es weitaus schwerer. Das muss ich mir unbedingt merken, sehr gut. Das gibt 1000 Gold, Geld Bonus, weil du ihn abgeknallt hast. Ich, oh, echt? Ich Ja. bedanke dich für meine Hand, die hat irgendwas gedrückt. Da weiter? Nee, da weiter. Oh Gott, Da, immer ich gerade rüber. verliere komplett die Orientierung, aber es ist egal. Ja, spätere Strecken werden ein bisschen anstrengender. Ja gut, da werde ich dann nicht ankommen, aber das ist total unterhaltsam bisher, auch wenn meine Augen, wie gesagt, ein bisschen kollabieren. Wie lange hast du denn noch? Weiß ich nicht, das kann ich hier nicht sehen, musst du beim Stream gucken, ich spiele gerade nicht Ja, mit. ich muss gerade mal meine Maus benutzen, ja. Ja, ich spiele gerade, ich kann gerade nicht. Na, 40 Minuten hast du noch. Ja, das ist immerhin mal wieder Erster geworden. Damit kann ich doch leben. Na guck, dann hast du jetzt schon genug Punkte. Du könntest jetzt die Serie, die Rennserie schon beenden, zum nächsten Level aufsteigen. Aber es bringt doch nichts. Ich will doch noch Geld sammeln, oder? Eben, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt, dass es halt wenig Sinn macht, jetzt schon aufzusteigen, weil du ja die Kohle haben willst. Solange ich nochmal unter die ersten drei komme, spiele ich weiter. Weil du hast jetzt 1700 und brauchst 1400 Doch Punkte. gut. Oh, das Spiel hat sogar eine Fortsetzung gekriegt auf PlayStation 2, PlayStation 1. Und die ruckelt genauso, oder weil ich krieg's Ach, nicht mit? nein, die ist, also die hat abgesehen von den Autos, die ein bisschen so aussehen, hat die überhaupt nichts damit zu tun. Okay. Spielt sich scheiße, ist grottenschlecht, also Finger weg. Ist auch nicht von den Entwicklern demnach dann. Ich glaube nicht, nein. Weil es wäre ja witzig, wenn der erste Teil scheiße ist und der letzte. Ja gut, das kommt ja auch oft genug vor. Ja? Ja, viele Oft. aktuelle Spiele sind die Vorgänger gut und dann versucht man alles besser zu machen. Okay, das stimmt, ja. Gut, Beispiel von gestern, Command & Conquer. Der vierte Teil ist, also der vierte, in Klammern der letzte Teil, ist totaler Schrott. Aua, ich bin explodiert. Das mag ich ja gar nicht, wenn ich explodiere. So, wer hat denn Rock'n'Roll Racing 2 gemacht?
finde es das merkwürdig, dass man keine Bremse hat. Das ist sehr entspannt. Ja. Weil ich bei den ganzen Arcade-Spielen auch ständig immer vergesse zu bremsen, also sowieso nur mit dem Gaspedal hantiere. Und wenn man das hier sogar soll, ist das eigentlich ja ganz schick. Wer bremst, verliert, ne? Hier ist irgendwas stimmt manchmal nicht mit der Steuerung, aber jetzt geht's wieder. Manchmal das Gefühl, ich habe einen ganz kleinen Lag drin, aber das kann ja auch sogar sein. Bin trotzdem erstaunt, wie gut das hier mit der Fernsteuerung auf deinem Computer geht. Steuer mich ruhig fern, ist kein Problem. Bin ich noch richtig? Ja, ich denke schon. Würde man merken, wenn man auf der Strecke falsch oder ein falsches Abzweig nimmt, also das zeigt ja was an. Nein, da kriegst du keine Hinweise drauf. Das heißt, man muss irgendwann wieder auf der Strecke zurück und das dann nochmal fahren, das Stück, oder wie geht das dann? Oder ist man dann raus? Ja, wenn du halt irgendwann mal falsch abbiegst, dann hilft's nichts, dann musst du halt wieder umdrehen und zurückfahren. Oh gut, das würde ich ja nicht merken, dann fahre ich ja ständig im Kreis. Egal, ich habe mal wieder eine Runde gewonnen, damit kann ich leben. Na, läuft doch. Jo, könnte schlimmer sein, oder? Du hast Ja, gehofft, eben. ich fahre schnell schlechter. Nein, sowas hoffe ich doch nicht. Oh, sei ehrlich. So, jetzt hast du 8 von 8 Rennen fertig. Dann kommst du, wenn du genug Punkte hast, wirst du automatisch in die nächste Rennsaison. Also fängst du jetzt wieder bei 0 an. Ach, da steht das Die schon, das sehe ich schon, okay. Gegner sind jetzt ein bisschen schwerer, Also aber das mehr ist noch Strecken gibt es nicht. gar nicht, oder was? Du hast pro Planet, wir hatten jetzt hier 8 Ach Strecken. so, okay. Ich bin aber noch nicht auf dem nächsten Planeten jetzt. Nee, du bist jetzt in der zweiten Saison auf Chem Alles klar. Jetzt 6. kommen nochmal dieselben Strecken und dann kommt der nächste Planet. Richtig. Okay, ich dachte schon, das wäre 8 Strecken, fast ein bisschen wenig. Ups, ich bin wieder aufs Blaue gefahren, aber das ist ja normal. Das war die Runde, wo ich vorhin vergessen habe zu starten, die erinnere ich mich noch. Ja, jeder fängt mal klein an. Ja gut, wenn man erstmal Knöpfe finden muss, ist auch völlig in Ordnung. Ich habe immerhin schon 5 oder 6, 5 Runden, glaube ich, gewonnen, oder 4 oder 5. Das ist Ja, okay. läuft doch. Könnte schlimmer sein, ohne einen Schuss abzugeben fast. Ich bin halt ein ziviler Autofahrer. Genau, Pazifist. Ja. So, wo haben wir es denn? Rock'n'Roll. Aber ich nehme jede Bombe mit, da komme ich nicht drum rum. Da habe ich keine Reaktion. Das ist so geil. Vor dir liegt eine Bombe. Fahr rüber. Kann ich das Blaue einsammeln? Nein, zu Nein, spät. kann ich nicht. Aber warum bin ich dann rübergefahren? Okay. Ach, scheiße, das ist mein Auge hat gerade wieder gesagt, ich soll vorher abbiegen. Okay. Ist also für Brillenträger super, wenn man immer die Schärfe wieder nachjustiert. Nein. Aber du sagst ja selber, das ist so ein Schlieri-Ruckel, das ist tatsächlich ja so. Ja, es bleibt nicht ganz aus, aber es Trotzdem ist ist es für ein dafür, Super. dass es halt auf dem Super Nintendo ist, ist es halt auch schon recht schnell. Wollte gerade sagen, eigentlich ist es gut programmiert. Ne? Also ich hätte viel mehr Probleme mit sowas wie F-Zero und so ein Zeug, das mochte ich ja gar nicht. Da ist das hier ja ein Spaziergang gegen von der spielerischen Seite. Wenn man jetzt irgendwie auch hat, man kann so lange spielen, wie man will, später immer wieder versuchen oder ist man immer ein Game Over? Nee, kannst immer wieder das Ding von vorne anfangen. Das heißt zwar Game Over dann, wenn du es nicht schaffst, aber dann fängt halt die Saison von vorne an und dann Okay, kannst du es wieder und man angehen. kann auch abspeichern. Nein, du hast ein Passwortsystem. Okay, das ist ja noch besser. Kann ich mir das hier jetzt speichern und falls ich mir das immer mal kaufen würde, könnte ich weiterspielen. Das ist richtig. Allerdings kriegst du ist das Passwort dann auch immer nur für den Anfang der aktuellen Saison. Okay, aber immerhin muss man nicht ganz von vorne wieder anfangen. Oder was für den Planeten? Eins von beiden. Entweder die Saison oder der Planet. Aber auf jeden Fall kannst du quasi da fortsetzen. Wie viel habe ich denn? 34. Was ist das denn Schönes? Ach, Munition brauche ich nicht. Was ist das? Nö. Jump Das brauche ich nicht. ist der Springen. Dann hast das daneben war die Ach Federung nee, und das sind die das ist Reifen. Fahrrad. Kann ich ja nehmen jetzt tatsächlich. Ja, hast du ein bisschen besseren Grip. Sehr gut. Grip ist immer gut. Ich finde echt nicht viel zu Rock'n'Roll Racing 2. Das ist so geil. Er liegt ein blaues und ein gelbes Paket. Welches Paket? Ups, warte. Welches Du Paket nimmst nimmst das du? Blaue. Yep, korrekt. Und wenn ich rausfliege, dann so, dass ich einen Berg hochfahren muss. Aber egal. Ja, wenn du immer wieder an der Ach, das ist ja wieder Stelle der Level. Das ist ja rausfliegst. wieder genau dieselbe. Diesen Level Ja, kann ich nicht. Das ist ja der die Hammer. wiederholen sich halt ein bisschen. Und ich habe jetzt zum dritten Mal an derselben Stelle den Abflug gemacht. Das ist ja sehr auffällig. Das ist ja echt krass. Zum Glück fällt man nicht runter, wenn man mit Schwung gegen die Wand fährt. Dann würde ich hier alle 2 Minuten abglitschen.
Ja, es gibt auch keine Streckenabschnitte, die halt keine Bande haben. Findest du, dass man den neuen Grip stark merkt? Ist das sehr auffällig oder ist das nur so ein Weiß ich bisschen? nicht, du bremst ja immer brav ab in den Kurven. Ja gut, sonst, ich habe ja hier gleich mache ich wieder den Abflug. Ich zeige dir mal wo. Nein. Ich weiß wo. Ich auch. Gleich kommt das, weil ich in der Nähe bin von den Autos. Nee, war gut jetzt. Ich bin nicht abgeglitscht. Kann ich hier runterfliegen? Nein, kann ich nicht. Nein, Schade. da ist eine Bande. Also es Und gibt doch tatsächlich ein paar Stellen, die halt keine Begrenzung haben, aber da musst du dann schon sehr dämlich sein. umdrehen und rückwärts fahren. Also die Strecke an sich ist Mache ich immer jetzt aber begrenzt. nicht. Nein, nein, das geht hier auch nicht. Es sind dann Strecken teilweise, wo du halt eine Sprungschanze hast und über Abgründe springen musst. Okay. Boah, das ist das. Was Hier. denn? Führst doch. Ja, aber diese Kurve macht mich wahnsinnig. Die erkenne ich nicht. Aber noch ist alles gut. Dupp. Bis erster, letzte Runde. Alles gut. Wunderbar. Ja, meine Augen freuen sich gerade, aber ich meckere nicht, wie du merkst. Ich finde es richtig gut, ehrlich gesagt. Ja. So, der zweite Teil ist übrigens von Interplay komplett. Okay. Also der hier, der erste ist ja nur von Interplay published und entwickelt von Dann Silicon haben sie Synapse. die Namensrechte wahrscheinlich gehabt und deswegen weitergemacht. Das kannst du haben. Und der ist halt absolut nicht empfehlenswert. Okay. Ganz übler Mist. Gibt es von denen auch irgendwas nur in Top-Down? Nein, ist alles ISO, ne? Nee, der zweite war PlayStation 1, da musste alles 3D sein. Oh Gott, das kann ja nicht sein. Oder? Das Nee, ist. es war halt auch absolut kein gutes Spiel, du Ich bin bist falsch. falsch. Ich habe es auch gemerkt. Jetzt kann ich aber einfach weiter richtig fahren und dann geht Ja, es. du musst jetzt da einfach reinfahren, dann Ja, kannst du sagt weitermachen. das meinen Fingern. Okay. Ich bin nicht übers Blaue gefahren, einmal fürs Protokoll. Hey, super. Aber es wird noch mehr Blaues geben. Ja, klar. So, und von dem Spiel hier gab es auch ein schönes Fan-Remake, was aber leider inzwischen, weil der Rechteinhaber sagt, nein, möchten wir nicht, also Blizzard, ja, gibt's das leider nicht mehr. Für welches System war das? Fan-Remake? PC war Achso, das. okay. Ne, also ein rechtefreies quasi Remake aufgrund des Originals als Basis genommen. Aber Leider da nicht hätte mehr man doch auch was verfügbar. Ähnliches machen können. Ich meine, so viel schützen kann man an diesem Spiel doch nicht. In dem Sinne meine ich. Ja, eben, eben. Das ist ja eigentlich schade, dass das Aber nicht sie haben geht. halt die Automodelle genommen, Ja haben gut, das ist teilweise natürlich die dumm. Assets genommen. Das ist natürlich dumm dann. Ja, aber wäre halt schön gewesen, weil du hättest weitaus mehr Optionen gehabt. Du bist falsch. Ich weiß, jetzt bin ich wieder richtig, ne? Na, dann ist. Nee, bist du nicht. Du hättest nach oben Bei mir weiterfahren steht, ich müssen. bin Zweiter, also alles gut, oder nicht? Ja, okay. Nicht? Jetzt bist du Vierter. Ach, weil die jetzt wieder richtig sind. Okay, aber Ja, du der braucht einen Moment. Wenn du überholt die es noch hier. kriegst, wirst du immerhin noch Dritter. Ja, könnte klappen. So, da hättest du halt in dem Remake hättest du dann weitaus mehr Farboptionen gehabt, neue Fahrzeuge, andere Bewaffnung, also Okay, sowas das alles. Original einfach sehr Ah, schön knapp erweitert. Vierter nur, Aber schade. ich Ist meine, gut, echt. das Internet vergisst nicht, das heißt, irgendwo kriegt man das Ding noch, aber auf der offiziellen Seite heißt es nur, nee, sorry, dürfen wir nicht mehr. Waren so die Zeiten, wo so Becky Wilson was rauskam? Das habe ich erst auf dem PC gespielt, aber isometrisch waren, glaube ich, gar nicht so viele Spiele. Die waren eher Ja, Top-Down oder 3D. Ja. der geistige Vorgänger hiervon ist ja Super RC Pro eben auf dem NES, die ersten beiden Ja, Teile. habe ich auch nie gespielt. Also, Ist halt isometrisch, ne? ich hatte ja, wie gesagt, nee, deswegen nicht. Ich hatte ja keine Konsolen früher als Kind. Ach so. Naja, stimmt, die gab es auch nur auf der Konsole. Und deswegen, ich hatte den C64 und einen Amiga und da gab es auch schöne Racer, aber wobei 93 war bei mir eher PC-Zeit schon definitiv. Ja. Da habe ich dann nicht mehr auf Konsolen Sachen ausprobiert. Ich habe eher so in den Anfang 2000ern wieder angefangen, als Emulation aufkam. Und inzwischen habe ich ja ein SNES hier und ich habe auch so ein Retron hier und auch diverse Spiele. Aber den Titel habe ich nicht. Den müsste ich mir. Ist der wieder unbezahlbar oder geht das einigermaßen? Oh, der dürfte irgendwo im oberen zweistelligen Bereich liegen. Also, wenn wir von der OVP reden. Ich brauche nur ein schrabbeliges Modul, wenn also. Ja, ich check mal gerade, wo das Ding aktuell liegt. Naja, jetzt. Ja, genau. Schreiben wir das doch auch richtig. So. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße. Jetzt geht's wieder. Und was ergeben deine Analysen? Ja, es schwankt sehr. Also das lose Modul würde ich mal so auf 30 Euro, 20, 30 Euro Okay. wie sagt man, Einstufen, einschätzen. einvermitteln. Es schwankt ein bisschen.
Und OVP kostet das Ding zwischen 80 und Ja gut, 100. ich, wenn bin ich nur Modul fixiert. Ich habe wieder gewonnen, übrigens, ohne es zu merken, nicht schlecht. Super. Das spielt sich ja wie im Schlaf, ich kann dabei reden. Und es gibt eine sehr schöne Game Boy Advance Fassung davon. Oh, das ist cool. Das ist natürlich cool, weil das ist vielleicht ja noch spannender für mich. Da fehlt dann wahrscheinlich der Zwei-Spieler-Modus, aber Ja, naja, der Teil irgendwas juckt muss mich ja ja sein. sowieso nicht. Das klingt gut. Weil die haben nämlich, die haben ja, Blizzard hat nämlich auch seine Klassiker dann alle für den GBA nochmal gebracht. Also das Black Hawk, was auch ein sehr schönes Spiel ist, das gab es auch nochmal für den Game Boy Advance. Ich bin inzwischen wieder echt Fan von Gameboy-Sachen. Weil ich habe ja keine Twitch, ja, keine Switch oder sowas. Schwitz. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte nur, ich verwechsel mich auf Ich Twitch, weiß, auf ich Twitch weiß. streame. Es ist schwer, Switch zu sagen. Auch ein schöner Satz. Ja, ich habe meinen Game Boy Advance auch noch hier komplett fertig zum Umbauen. Ich muss es halt nochmal machen. Gut, ich werde ihn nicht umbauen, weil ich finde ihn so schon sehr schön. Ja, aber ich mag halt den Game Boy Advance weitaus lieber als den Game Boy Advance SP, allein von der Handhabung her. Ich habe, glaube ich, ich mag am liebsten den, der aussieht wie ein Schminkspiegel. Das ist der SP, ne? Ja, genau, den mag ich nicht, weil der ist für meine Hände einfach viel zu Der klein und passt bei die mir R- und perfekt. L-Tasten Den finde ich so sind. genial. Das ist Ja. eigentlich mein Lieblings-Gameboy neben dem 3D, XL, S, sonst was da. Hier bitte beliebige Buchstaben Ja, einfügen. das 3D-Ding in groß. Ja, 3DS XL. Dankeschön. Nicht XLS. Ja, aber der GBA SP ist einfach für meine Pranken zu klein und R und L, um Okay. die zu drücken, Ja muss ich mir gut, fast die Finger brechen. ich habe ja nicht solche Hände wie du. Ja, eben. Aber ich mag den halt total gerne, weil der so schön handlich ist tatsächlich. Ist eigentlich eins meiner Lieblingsgeräte für unterwegs Ich gewesen. mag halt den Original GBA einfach von der Handhabung sehr viel Ja, lieber. ich habe auf dem Weil du SP halt ein mal bisschen mehr hier Platz hast, um ihn zu WarioWare halten. und so ein Zeug, habe ich aber total gerne auch gespielt vor ein paar Jahren, aber. Nachteil ist halt, der Original GBA hat kein beleuchtetes Display. Ja gut, der Original vermochte ich nicht. Also ich mag den SP, wie gesagt. Ja, Hammer aber ich habe Armteil. ja schon bei Stiebe auch mal günstig einen Teildefekten, also sieht vom Gehäuse her furchtbar aus, ein SP Hab einen geschossen. kleinen Krampf in der linken Hand, ansonsten geht es mir noch gut. Und ich habe Okay. mal wieder gewonnen. Und jetzt muss ich halt nur mal das Display von dem SP in den GBA einbauen. Beziehungsweise nicht das Display, sondern nur den Lampenteil davon. Und wie lange steht das Projekt schon? Ich glaube, die letzten Teile habe ich mir vor einem Jahr besorgt. Okay, ja, ich kenne sowas, musst du mir nicht sagen. Ja. Ach, schade, schade, fehlt noch 2000, okay. Ich meine, ich habe ja von Robin auch schon zwei Festplatten, irgendwie zweite Festplatten gekriegt, die ich auch mal in eine Xbox und eine PS2 einbauen wollte. Habe ich bis heute auch noch nicht gemacht. Ich kenne das. Ich wollte hier 1000 Sachen durchsortieren in meinen Archiven und komme auch nicht dazu. Denn trotz Lockdown, wir haben teilweise noch fast mehr Zeit, die wir für Sachen investieren müssen während des Lockdowns aus diversen Gründen. Wir haben nicht mal eben kurz jetzt auch 4 Wochen Zeit für irgendwas. Ja, eben. Ich muss halt hier Aber ich Spiele habe immerhin spielen und angefangen, sowas. meine Stühle zu Dingsen zu restaurieren. Immerhin, ja. Ich muss ja hier Spiele spielen, manchmal nachts und solche Geschichten. Du hast das Thema ins Leben gerufen. Ich find's du, ganz ehrlich, ich finde eine Sache genial, dass ich mal, gut, das macht mir jetzt auch noch leider Spaß, also kann ich dir leider nichts Negatives sagen, aber Alles gut. ich finde das total genial, einfach Sachen auszuprobieren, weil dann kann ich auch mal mitreden, wenn jemand sagt, als Beispiel, oh, ich habe C&C gespielt, dann weiß ich wenigstens mal, Und die Kurve wieder, genau, ey. das ist dasselbe Runde, dann weiß ich wenigstens mal ungefähr, wie es geht. Also deswegen, das ist ja lustig, dass er hier nicht losstartet. Ich habe ein Déjà-vu. Jedes Mal die Kann Ecke. das Aber sein, gut, dass. die Saison hast du eh schon geschafft, also kann dir nichts mehr passieren. Geht nur noch um Geld. Kann das sein, dass ich da schon mal rausgefallen bin? Haha! Ha. Ich glaube Jetzt ja. muss ich nur 5 blaue aufsammeln, habe ich gewonnen, ne? Nee, du hast schon wieder genug Punkte, um aufzusteigen. Ich Also ist sagte alles 5 gut. blaue, du hast den Witz nicht verstanden. Doch, doch. Also. Und, ah, fast. Oh, ich habe vergessen rauszufallen. Entschuldigung, beim nächsten Mal gelobe ich Besserung. Ist gut. Das war ein bisschen zu eng, die Kurve gekratzt. Du kannst auch mit den R und L, also bei dir Ich A und fasse keine Wasser in F-Tasten. den Tasten an, aber erzähl ruhig, ja? Da Ah! Ist ja wie, war er wieder. wie gut, dass es kein Biss. Kannst du auch Ja. noch so ein bisschen quasi um die Kurven rutschen. Vergiss es. Das überfordert Ja, mich. ich sag ja nur, dass es geht. Nicht, dass es später ist. Warum sagst du mir Alles das gut. Mir nicht? reichen 2 Tasten. Ich schieße nicht, ich fahre und ich finde es lustig. Auch wenn ich jetzt hier natürlich durch meine Abstürze mal nichts gekriegt habe, aber wenn Ja, ich passiert. über die Hälfte der Rennen beim ersten Versuch gewinne, könnte schlimmer sein. Du wirst beim ersten Mal spielen auch nicht alle Runden gleich gewonnen haben. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Deswegen alles gut. Jetzt habe ich 50.000. Ich wollte noch mal wieder den Reifen optimieren. Lass das mal lieber, dann kannst du dir nämlich auf dem nächsten Planet vielleicht für 70.000
1000 gleich das neue Auto kaufen. Das macht mehr Sinn. Kann ich nicht da einfach eine, sicher? Ich mag eigentlich. Achso, die Reifen übernimmt man nicht, ne? Nee, du fängst mit dem neuen Auto, fängst du Okay, wieder bei dann Null hast an. du recht, dann ist das Quatsch, das zu verschwenden. Ja. Ich hätte jetzt die Reifen umgebaut aufs neue Auto, aber nein, mir das nicht geht. Nein, natürlich nicht. Das ist ja dann natürlich besser. Oh Gott, geht's da weiter? Oh Gott, überall wo Kurven sind, fange ich an zu über. Kreuzungen sind, weiß ich nicht mehr, was ich tun muss. Das ist schon wieder so geil. Immer gerade rüber. Naja, theoretisch gebe ich dir recht. Praktisch ist es immer einfach. Wie gesagt, da hat sich einer verfahren gerade, kann das sein? Ja, du hast ihn quasi in die Richtung ein bisschen Das gedrückt. heißt, die fahren teilweise auch ziemlich dumm. Richtig. Passiert hier auf der Strecke immer. Falsch, Ja, links, links, ich bin im richtigen. rechts. Ja, ich weiß schon, alles gut. Meine Hände Ist brauchen nur gut. ein paar Sekunden zum Tunen. Alles gut, aber irgendeiner ist ja noch dümmer als ich gerade gefühlt. Ja. Da fällt man jetzt nicht runter. Geil, wenn ich da auch noch überall runterfallen würde, dann hätte ich jetzt schon frustriert aufgegeben. Weil so wie ich fahre, müsste man eigentlich über jede Bande rüberfliegen. Geht hier zum Glück nicht. Ich mag diese eine Rechtskurve ganz gerne, die nehme ich immer auch jedes Mal mit. Also du kannst bei mir echt so, gibt es eine Stelle, die du nicht hinkriegst, dann werde ich sie immer wiederholen. Der Lerneffekt scheint null zu sein. Also bei mir. Obwohl, nee, ich bin jetzt hier nicht falsch abgebogen, immerhin. Nee, läuft. So, alles gut. Läuft und dampft, meinst du? Schön ist auch, du hast halt permanent den Kommentator, der sagt dir halt immer, also jeder Charakter hat ja seinen eigenen Namen, die benennt er auch und sagt halt, hey, der führt jetzt oder Ach so, der oh, das ist ist ganz weit schön. abgeschlagen Weil bei mir ist der oder der Witz, ist gerade ich mag explodiert. eigentlich nur Spiele mit Sound gerne spielen und ich weiß, wie brillant hier der Sound ist. Und wenn Ja, ich das. ich erzähl's ja nicht dir. Naja, und wenn ich das jetzt schon genial finde, dann ist das ja fast ein Freifahrtschein zum Wiederspielen. Und das sagt er zu einem isometrischen Spiel. Wie gesagt, ja, erstaunlich. Ich hab dieses Spiel schon mal angespielt, habe es nach 2 Minuten weggepackt, weil ich nicht klar kam mit mit den Schlieren. Ja, Aber jetzt noch und 3, 4 Runden, oder jetzt sind sie schon mehr Runden, jetzt musst du eine Stunde spielen. habe ich da kein Problem. Es gibt schlimmere Zwänge, als dieses Spiel zu spielen. Also ich finde es weder langweilig noch macht es mich jetzt unbedingt fertig. Das wäre eher bei heute spielen wir COC1, weil es so schön war. Nein. Wobei ich selbst da, wie gesagt, ich will ja interessiert tun wenigstens. Ja, aber wenn du halt mit dem Szenario überhaupt nichts Ja, anfangen aber es ist kannst. trotzdem spannend. Ich will ja auch mal irgendwann, Robin wird mir ja irgendwelche, wenn er das mal irgendwann macht, ich weiß nicht, ob er daran denkt, wird er mir irgendwas Knochentrockenes vorsetzen. Wahrscheinlich, der hat ja auch Master of Orion 2 gespielt und solche Sachen. Da kann ich auch eine Excel-Tabelle nehmen und ändern. Also, Dann mach das doch. das finde ich dann aufregend, ne? Aber trotzdem ist es ja spannend, warum Leute sowas spielen und ob man nicht vielleicht doch mal versteht, warum jemand etwas spielt. Und das möchte ich einfach gerne. Mein Traum ist ja auch immer noch, dass mir irgendein Freak Ultima 1 vorsetzt. Ja, aber das Problem ist halt, wenn du so Sachen spielst, die halt dann irgendwie schon steinalt sind, wo du halt früher keinen Zugang zu hattest, den dann heute zu kriegen, Ja, das ist ich kompliziert. weiß, ich möchte es halt nur mal versuchen einfach. Und das kann ich Ja, nicht das ist ohne auch Anleitung. okay. Ja, das ist halt das Respekt Problem. für den Versuch. Oder eher so ein altes Hack and Slay oder irgend sowas, wo ich überhaupt keine Peilung von habe. Ich habe es halt ignoriert damals, weil ich sicher war, das ist nichts für mich. Und vielleicht stimmt das ja pauschal gar nicht so. Wobei ich, wie gesagt, als ich vorhin, als wir den Podcast aufgesetzt hatten, schon wieder hörte, irgendwelche Jump'n'Runs, wo man wieder zu Stellen zurücklaufen muss, also damit werde ich auch nie warm werden. Also das ist so ein Ding, das finde ich einfach Unsinn. Ich meine, ich habe bis heute in meinem Leben nicht ein Pokémon gefangen. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, was versäumt zu haben. Kann mich auch gerne jemand herausfordern. Ich habe noch nie ein Pokémon-Spiel gestartet, weil ich die Figuren schon Ja, abfuck. ich auch nicht. Also da Da bin ich der Falsche. können wir dann beide in die Nee, Trainingsstunde gehen. das möchte ich nicht. Pokémon lasse ich die Finger von, grundsätzlich. Ich habe ja hier gesagt, ich probiere alles, egal was. Ja. Was ist So, jetzt? jetzt. Oh. Die Runde ist vorbei, geht automatisch zum nächsten Planeten. Oh, jetzt kommen leider neue Level, ne? Oh, da muss Jetzt ich kommt ein aufpassen. neues Grafikset und es kommen neue Strecken. Okay, und die sind viel schwerer. Nein, das ist ja erst der zweite Planet. Aber das spielt sich eigentlich ganz Also flüssig. das Kuriose ist, du spielst ja auf Beginner. Du spielst auf Beginner auch nicht alle Level. Also die letzten zwei bleiben dir, sind für die höheren Schwierigkeitsgrade. Die kriegst du hier nicht zu sehen auf dem Und sind die Schwierigkeitsgrad. viel schwerer oder? Ja, auf jeden Fall sind sie abwechslungsreicher. Okay. Da wird die Strecke dann auch mal gern ein ganzes Stück länger und natürlich sind sie auch schwerer, weil engere Kurven oder auch teilweise mit Eis und sowas. Jetzt soll ich mir ein Auto kaufen. Ja, du hast 73, das sollte doch reichen. 70 kostet ja, Kann ich das glaube ich. alte verkaufen oder? Nein. Gelb war eigentlich ganz gut. Jetzt kaufe ich dasselbe nochmal, das wäre dumm. Nein, nein, nimm den ganz links. Kann man dasselbe nochmal kaufen? Ja klar, das wäre aber dumm. Was hat man da davon? Ja, nix, Geld verschenkt. Wie dämlich ist denn die Funktion, bitte? Naja.
Das wäre ziemlich dämlich. So, der hat jetzt nämlich statt einem Laser kann er Raketen schießen. Gut, ich benutze keine Waffen. Ich sag's dir ja nur, statt einer Springfunktion hat er ein Turbo und statt den Stacheln kann er Minen legen. Welcher Buchstabe ist Turbo? Wenn ich das mal wüsste bei dir. Na gut, das bin ich original, sag ich. Ich habe eine Tabelle hier liegen. Okay, im Original wäre es der, oh Gott, ich glaube der XY-Knopf. Find's halt Dann wäre raus. es bei mir C. Mal gucken. Nee, das C ist Nein, C war Rakete. die Rakete. Was ist das Grüne gewesen eben? Das ist eine Schleimpfütze, die bremst dich. Achso, das sah aus wie ein Blob. Also egal. Oh Gott, ich erkenne nichts mehr vor lauter Ruckeln. Oh. Also optisch sieht es echt nett aus, aber es ist nicht augenfreundlich, oder? Ja. Aber ich finde es immer noch. Oh, ist das. Da wird einem echt schummerig bei. Kann auch sein, dass das durch den durch dadurch, dass du es fernsteuerst, ja noch Nein, ein nein, nein, bisschen ich habe mehr das, ich ruckelt. hab das ja schon mal auf dem Originalkonsole auch Ah, gespielt okay. sogar. Da war es auch nicht so richtig angenehm für die Augen, sag ich mal. Weil ich persönlich nehme es halt nicht wahr, weil ich spiele das Spiel halt Ja seit gut, Kindertagen. wer sich als Kind schon geschädigt hat damit, Eben. das ist ja klar. Ja, toll, wir fahren mal durch die Pfütze, das dauert ja ein bisschen länger, das macht ja nichts. Nee, bist ja geschickt drumherum gefahren, aber leider zu weit. Ja, macht ja nichts, solange ich noch irgendwie oder die ersten vier komme. Hast deine Turbo-Taste immer noch nicht gefunden, ne? Nein, ich kann auch jetzt nicht auf die Tastatur gucken, weil dann falle ich von der Bahn gefühlt. Ist aber auch egal. Ich kann ja mal das V drücken. Nee, Das ist sie. V, okay. Dann brauche ich nur die beiden Tasten. Das geht auch nur einmal, ne? Ja, kannst halt zusätzliche Ladungen kaufen. Standardmäßig hast du eine, die halt jede Runde wieder Okay, die aufgefüllt Turbo, wird. das könnte ich mal machen, weil eine Turbo-Taste ist ja nicht schießen und das darf ich dann ja auch. So. Wieder gewonnen. Ach, aber das Preisgeld bleibt gleich. Okay, man kriegt jetzt nicht das Dreifache oder so. Richtig, richtig. Das Aber du heißt. brauchst jetzt schon 2000 Punkte, um zum nächsten zu Planeten zu kommen. Ja. Hast aber auch 10 Rennen auf diesem Planeten und nicht nur Okay. 8. Gucke ich mal, was jetzt hier. Beziehungsweise, da du ja 2 Runden fährst, hast du 20 Muni kostet. Planeten. Was wäre jetzt die Das sind die Minen, unten rechts ist der Turbo. Der kostet 24.000. Das dauert noch. Werde ich den als nächstes nehmen oder die Reifen? Mal gucken. Aber so ein Turbo ist nicht schlecht. Also und nach dem Auto gibt es noch 2 weitere. Du kriegst noch ein Kettenfahrzeug, was sehr schön hat, weil das schlittert nicht. Ja, was sehr schön hat, ja. Was sehr schön ist, weil das schlittert nicht, weil Kettenfahrzeug halt. Die können ja nicht rutschen. Und danach kriegst du noch ein Luftkissenboot. Ich habe was Blaues ausgelegt, versehentlich, okay. Und du bist runtergesprungen. Die Stelle kannte ich noch nicht, sah auch unten sehr. Oh, scheiße, diese. Ich bin überall Ja, die hochgesprungen. Rücksetzpunkte sind ein bisschen doof, wenn du genau auf so einem Hügel Das ist startest. ja jetzt nicht das erste Mal, dass das so macht, ne? Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen unglücklich gesetzt immer. Ist also auch nicht ganz gepolished, ja? Aber er setzt sich ja quasi da ab. Also das ist ja der Punkt, von da aus bist du ja rausgesprungen. Ja, aber es hat ja einen Grund, Er weshalb setzt ich sich da halt genau an rausgesprungen dem bin, Punkt ne? wieder ab, wo du zuletzt Bodenkontakt hattest. Und das ist dann halt meistens gerade auf der Erhöhung einer Rampe. Trotzdem nicht ganz schlau, oder? Nee, ist es nicht. Ja, grün ist nicht gut, merken. Bitte unterlassen Sie das Fahren auf grünen Pfützen. Na gut, das wird ein vierter Platz wahrscheinlich, so ist es halt. Und wenn Du Hoffnung. kennst ja die Strecke noch nicht. Bleiben Sie Ja gut, entspannt. die kenne ich auch in 2 Minuten nicht mehr. Also ich war nie jemand, der Ja, aber die. die kommt ja noch Ja viermal. gut, das nützt mir nichts. Dreimal. Ich tue jedes Mal wieder überrascht. Oh, blau, oh, lila, oh, ich bin rausgesprungen. Oh, grün, ne? Ah, scheiße. Oh, leider, das hätte jetzt die Chance gewesen, ich hätte auch Dritter werden können. Naja, egal. Ich nehme jeden Nagel mit, der rumliegt. Ja, alles einsammeln, was da ist. Yep. Ich finde aber auch die Farbe echt ein bisschen anstrengend, das Lila, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ein bisschen schlimm, das Ist jetzt, stimmt sind da schon. jetzt alle Level lila, oder? Auf dem Planeten ja. Das Okay. ist halt das Grafikset von dem Planeten jetzt. Da musst du Wahnsinn. jetzt leider 20 Rennen lang mit leben. Zwar, na, ich nicht, weil Zweimal zehn. so viel Zeit werden wir nicht mehr haben. Aber das ist natürlich. Ich fand den ersten vom Level-Set schöner. Wobei Was kann der. ich. Oh nein, ich hätte Dritter werden können. Oh Mann. Ja, hätte, hätte. Ja. Also du kriegst, es kommt noch ein Eisplanet, es kommt noch ein Lavaplanet. Und einen habe ich noch vergessen. Und wieso kriege ich noch 16.000 tatsächlich? Das habe ich jetzt nicht gekriegt, ne? 16.000 kriegte ich ja kein Speed-Up für.
Gut, muss ich nochmal irgendwie versuchen, nicht Letzter zu werden. Aber immerhin bei zwei Runden einmal gewonnen, einmal gar nichts, ist doch auch okay. Uah, das ist jetzt schon wieder neuer Level. Also nicht dasselbe, ich dachte mir dasselbe Level. Nein, ist er nicht. Also die Farben sind echt ein bisschen. Ich habe hier eine komische Assoziation zu dem Flipper Alien Crush farblich. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Hat so Der an. rote Pfeil wäre übrigens ein Geschwindigkeitspfeil gewesen. Da fährst du drüber und kriegst automatisch einen Boost. Okay, das nächste Mal werde ich wieder dran vorbeifahren und Ja. werde es mir wieder sagen. Ich kann mir leider auch nicht merken, auf welcher, was wo auf welcher Strecke liegt. Ja, das ist ein Problem hierbei. Nee, das habe ich aber allgemein bei Spielen. Das habe ich auch bei Horizon Chase und solchen Sachen. Ich weiß, links kommt irgendwas und Kenne ich, habe ich auch lang gespielt. ich habe es jetzt durch endlich. Ich fand es richtig gut. Gibt ja schon wieder neue Sachen dafür. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele im Augenblick. Immer noch. Ja, mir hat es leider den Spielstand gelöscht, also ich dürfte nochmal anfangen. Ich bin da jetzt in diesen Leveln, wo man irgendwie 30 Rennen am Stück gewinnen muss, so ein Special-Dinger noch. Aber ich habe es Okay. auf der World Tour durchgespielt, inklusive der Add-ons. Ich fand es richtig gut. Also, und da ist auch der Soundtrack so genial. Ja, Barry Leach. Ja, deswegen habe ich es gekauft. Er hat es mir empfohlen, weil ich hatte ihn im Interview und dann sagte er, das sollte ich mir mal angucken und habe ich es gemacht und das bereue ich definitiv nicht. Also eins der Ich geilsten habe ja Spiele. den Vorgänger Top Gear, also naja gut. Den kannte Wenn ich du nicht. danach gehst, Lotus Achso, wahrscheinlich. ja, okay, das kann ich natürlich. Auf dem SNES habe ich halt auch schon als Kind ewig lang gespielt. Ja. Habe ich ja sogar, ich habe mir den Horizon Chase Soundtrack bei ihm bestellt, den gab es ja, auch Ja. signiert von ihm. Habe ich da halt echt angefragt, hier, wie sieht denn das aus, wenn ich dir jetzt Kleiner meine Hinweis, Packung ich habe von gerade dem. mal wieder eine Runde gewonnen. Okay, weiter. Super. Wenn ich dir meine Packung von dem Super Nintendo Spiel schicke, magst du das signieren und dann beides zurückschicken? Ja, klar, kein Thema. Super. Habe ich ein signiertes Top Gear von Barry Leach. Das ist doch cool, ja. Ja, und den signierten Soundtrack. Super, der Soundtrack ist auch toll, also insgesamt. Der hat ja auch tolle Musik gemacht. Das Ja, ich finde es halt auch geil, weil er da halt wirklich viele Sachen aus ist das Top der richtige Gear. Turbo hier? Das ist der Nitro, ja, den brauchst Den du. kann ich mit C steuern, oder? Das war ja, genau. Also mit Y. Oh, er hat halt auch in Horizon Chase Turbo hat er ja viele Songs aus Top Gear Recycelt und verwendet. verbessert, ja. Ja, aber das ist ja, Lotus hat ja auch schon viele Songs, die dann Top Gear später hatte. Also okay, dass ich das auch das habe ich jetzt nicht abgeglichen, aber ich mag allgemein seine Musik sehr, sehr gerne. Also Ja. deswegen. Ist übrigens der Retro-Kompott dran schuld. Vorher war das so, ja, die Musik ist toll, aber keine Ahnung, wer die gemacht hat. Ganz ehrlich, bei mir genauso. Ich habe in der englischen Zeitschrift über ihn gelesen, ihn dann angefragt, was er zugesagt hat, habe ich geguckt, was er gemacht hat. Und der ist so, scheiße, der hat bei diversen Spielen, die ich total genial finde, mitgemacht. Und einen Tag später habe ich mir dann das Horizon Chase Turbo gekauft. Also Ja. hat das Interview allen was gebracht, auch den Entwicklern nochmal. Ich habe es mir sogar zweimal gekauft, weil das gab es ja Ich auch, ursprünglich nur ja. für die PS4 und fürs Handy. Und da ich keine PS4 habe, Aua, ja. habe ich es mir dann fürs Handy gekauft und später für die Xbox One nochmal. Ich habe es für die PS4 und für den PC mir geholt, also auch zweimal. Fürs Handy habe ich glaube nur eine Demo bisher, weiß ich gar nicht, ob ich das da gekauft habe. Fürs Handy war die einzige Möglichkeit für mich, das Ding zu Ich spielen, glaube, bevor fürs Handy habe ich mir auch nochmal gekauft. Ich glaube, ich habe mir es dreimal gekauft sogar. Ja, für die Xbox One gab es halt da damals noch keine Zusage, dass es Ja kommt. gut, Xbox habe ich nie besessen und Ja gut, ich habe halt keine PS4. okay, das ist dann natürlich nicht gut. Also nicht gut für das Spiel zumindest. Richtig. Ansonsten ist es ja Aber scheißegal. dann kam irgendwann die Xbox-Version und dann zwar leider nur als Download, aber das gibt es ja auch gar nicht physical, glaube ich. Weiß nicht, würde mich freuen, wenn es nochmal so rauskommt oder sowas, wenn es das nochmal Kannst du gibt. es dir noch ein viertes Mal kaufen? Würde ich dann sofort machen, ja, ernsthaft. Weil ich die Sachen im Regal, muss ich dir ja nicht erzählen, du bist ja auch so jemand, der die gerne im Regal hat, die Sachen. Ja, inzwischen weniger als früher, aber Aber wenn ja. es jetzt ein tolles Spiel wäre, was du wirklich Stunden spielst, dann kommst du auf die eine Version ja auch nicht mehr an. Das ist Ich habe hier ein richtig. Problem mit dem Verfahren, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Andersrum, andersrum, zurück. Da fahren sie doch. Ja, aber du jetzt einmal um die Kurve gemusst. Muss ich jetzt das Rennen Dreh noch zu Ende mal fahren? um, dreh mal um, dreh mal um. Sonst musst du jetzt die. Das müsste jetzt Ja? angezeigt werden, das finde ich ein bisschen Ja, wird's doof. halt nicht. So, die nächste Möglichkeit nach unten bitte. Da jetzt. Runter, runter, runter. Runter Also heißt, nach unten links. Nein, nein, das nein. ist unten. Zurück. Das. Jetzt nach links von deinem Auto aus gesehen. Da Aber die Rampe, die sehe ich die überhaupt, schwarze die Rampe sehe sollst du ich hoch. überhaupt nicht. Das ist ja wie ein Da musst Abgrund. du hoch und jetzt einmal rum. Die Runde ist scheiße. Ja, ist eh gelaufen. Ja gut, aber die ist sowieso scheiße, weil da werde ich ja das nächste Mal denselben Fehler machen. Kann passieren. Nee, wird passieren. Aber bis heute glaube ich, wird es nicht passieren, weil ich weiß nicht, ob wir so weit noch kommen. Ach, 8 Minuten darf ich ja noch, also alles gut. Hast es ja gleich geschafft. Du, wäre jetzt mitten am Tag, würde ich es wahrscheinlich bis zum Abend weiterspielen.
Mit aufgedrehtem Soundtrack natürlich. Du kannst sicher sein, sobald dieser Stream beendet ist, gucke ich mal, ob das Modul irgendwo noch ein bisschen zerschrabbelt gibt. Nein. Ich finde es gut. Also das ist wirklich schön zu spielen. Der das Shop-System stört auch nicht und ist jetzt auch nicht, ist jetzt nicht so komplex oder merkwürdig. Wahrscheinlich kommt es auch gar nicht so auf alle Sachen an. Man kann wahrscheinlich mit diversen Varianten spielen. Kommt drauf an, welchen Schwierigkeitsgrad du spielst. Ja, ich würde es ja sowieso immer nur auf diesem spielen. Ich spiele ja aus Unterhaltungsgründen nicht um... Ja. Also ich sag mal, wenn du den schwersten Schwierigkeitsgrad spielst, dann kaufst du dir das erste Auto und siehst umgehend zu, dass du genug Kohle für das nächste Auto kriegst, ohne Upgrades zu kaufen. Okay, ja. Weil sonst siehst du ab hier kein Land mehr. Okay. Ja gut, das merkt man ja dann auch und dann passt man das halt an, ne? Ja, aber wenn du die Kohle halt nicht mehr hast, dann hast du ein Problem. Ja, das stimmt. Da musst du sie erst wieder verdienen und aber wenn du immer nur die letzten Plätze machst... Das ist bei Horizon Chase ja auch so, dass du da manchmal aufpassen musst, was du zuerst holst, bei welchem Auto vor allem. So, Horizon Chase Turbo für die PS4. 43,89 als Retail-Fassung. Eine PEGI-Version. Es gibt eine Retail-Fassung, aber für PS4 ist jetzt schade, weil die ist ja irgendwann weg vom Fenster. Ja. Also Amazon hat noch 3 auf Lager. Ja gut, das ist mir zu teuer. Für PS4 brauche ich es nicht. Ja. Ich würde es für PC mir holen tatsächlich, aber zum Hinstellen. Aber trotzdem cool, dass es das gibt. Ich hätte jetzt eher mit Limited Run gerechnet, aber anscheinend gab es das wirklich. Ja. So, für die Switch kostet es nur 30 Euro. Ja, aber ich habe keine Switch und ich werfe ja, keine gut, habe ich auch nicht. Zeit. Oh, ich bin gerade am Ende hier erschossen worden. Ich wäre Erster gewesen, Arschloch. Tja. Das ist ja eine Frechheit. Das hat mich jetzt Geld gekostet, Idiot. Okay, es gibt sogar 2 Versionen für die Switch. Die eine kostet 30, die andere 45. Wieso heißt der eine Typ hier Rip? Das ist ein charmanter Name. Weil die beiden Standardgegner, Rip und Shred, die heißen nun mal so. Ja, das klingt wie Rest in Peace, deswegen. So, hier hätten wir noch eine andere Version. Eine, was ist das? Was ist denn das für eine Freigabe? Was bist du denn für eine Version? Ich mühe mich hier ab und du... Schwarzen Dinger sehen manchmal aus wie Löcher, also man muss echt sich manchmal zusammenreißen, weil man dann denkt, oh, das ist ein Abgrund, aber ist es auch kein Abgrund. So, ich habe keine Ahnung, was das für eine Landesfassung ist, aber es ist ja kein Problem, es ist ja nur der Klappentext, das Spiel braucht keinen Text. Ja. 30 Euro plus 8,50 Euro Porto. Aber auch für die PS4. Auch für die PS4. Ja, das ist nicht schlecht. Also ist durchaus noch erhältlich. Ja, dieses Lila macht mich ein bisschen kirre. Ja, 5 Minuten musst du noch durchhalten, dann hast du es. Ich kann ja jetzt schon spoilern, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich spiele, also alles gut. Na dann, haben wir doch mal was gefunden. Ja, ich wusste auch eigentlich, dass das gut ist, nur ich hatte das letzte Mal die Grafik, also nicht die Grafik, die Geschwindigkeit in Verbindung mit meinen Augen ein bisschen abgeschreckt. Mhm. Aber man kann sich daran gewöhnen und wenn ich zwischendurch sogar mal eine Runde gewinne oder mal zweiter Ritter werde, ist es ja auf jeden Fall nicht so frustrierend. Wenn ich jetzt alle Runden Vierter geworden wäre, hätte ich gesagt, okay. Dann macht es keinen Spaß. Dann macht es keinen Spaß, eben. Das ist richtig. So kann ich auch durchaus verstehen, ja. Und so ist es völlig in Ordnung. Wobei ich, wie gesagt, manchmal hier echt so leichten Drehwurm kriege. Aber alles gut. Gib doch mal Gas. Ach, ich habe ja auch wieder den Turbo vergessen. Und er springt wieder raus. Ja, ich habe versucht, den Turbo zu starten. Das war aber kein Turbo. Okay. Ich hätte gleich V drücken müssen mit Turbo C, war eine Waffe. Ja, das kann mal passieren. 10.000 kriege ich ja nichts. Nicht wirklich, nee. Je besser das Auto, desto teurer sind natürlich auch die Upgrades. Ach, echt? Ja. Und man hätte jetzt mit dem anderen Auto schon keine Chance mehr, oder würde man da auch noch... Also du hättest auf dem Schwierigkeitsgrad durchaus noch eine Chance. Aber jetzt auf dem nächsten würdest du halt mit einem der ersten Autos wäre es hier schon schwer und spätestens auf dem nächsten Planeten würdest du kein Land mehr sehen. Okay, dann muss man immer. Und hier muss man auch irgendwann das nächste Auto dann kaufen, was du vorhin sagtest, später. Hier, du hast jetzt für den Planeten schon das beste Auto, was es hier gibt. Ja, gut, aber später brauche ich wieder andere Autos noch. Ja, das Kettenfahrzeug und das Dings. Das Luftkissenfahrzeug gibt es dann später noch. Die brauchst du dann auch entsprechend. Weil mit irgendwas, was über den Boden fährt, auf einem Eisplaneten zu fahren, ist eher ungünstig. Und das weiß man vorher? Nee, das muss man einfach erst mal lernen. Das weiß man natürlich nicht, das sind Erfahrungswerte. Das heißt, spielt man es nochmal und nimmt dann ein anderes Auto? Ja, du bist irgendwann ja so drauf, schon drauf gedreht, dass du, oh geil, ein neues Auto und dann kaufst du das automatisch.
wenn man das Geld hat. Richtig. Ach Mann, hallo, plum plum. Aber wenn du dich halt ein bisschen mit auseinandersetzt, weißt du, okay, hier die ganzen Waffen und Upgrades brauche ich nicht, weil noch 3 Rennen kommt eh das neue Auto. Ja, wenn man so weit denkt, ja. Und ansonsten guckt man im Internet nach einem entsprechenden Passwort. Okay, die sind immer gleich, logischerweise, klar. Ja, klar, ist ja ein Passwort. Ja gut, es gibt einige Spiele, wo die tatsächlich. Also die Passwörter werden hier nicht jeweils generiert, sondern es sind immer die gleichen. Okay, das ist ja wenigstens freundlich. Ich weiß, es kann natürlich sein, dass die PAL- und die US-Version unterschiedlich haben, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Gut, das ist ja. Der Speed-Up lädt sich wieder auf, ne? Das wusste ich auch nicht. Nee, du hast 2 Stück davon pro Ne, ich habe Runde. jetzt schon 3, 4 Mal welche gestartet. Ja, aber du kriegst ja, wenn du über die Ziellinie fährst, dann kriegst du wieder, Ach, wirst du ich restockt. krieg pro Runde auch die Waffen neu, das wusste ich nicht. Okay. Genau. Schön, dass man kurz vor Schluss auch noch Sachen erfährt. Das habe ich. Du kannst gerne noch mal gucken. Am Anfang habe ich das irgendwo erwähnt. Ja, glaubst du, ich höre dir zu? Nee, natürlich nicht. Und selbst wenn, hättest du es inzwischen schon wieder vergessen. Ja, wer bist du eigentlich? Achso. Was Was mache machen ich Sie auf hier? meinem Rechner? Ja, das ist geil, wenn du plötzlich eine Panikattacke kriegst. So, du Was? bist, hast jetzt Rennen 7 von 10 und brauchst noch 1100 Punkte. Das wird eine ganz schön knappe Kiste, würde ich sagen, wenn es überhaupt was wird. Aber du hast noch 2 Minuten, also ist es auch gerade egal. Ja, und wie viel kriegt man pro Rennen? Wie viele Punkte? 400 für den ersten. Achso, okay. Ja, gut, das ist aber trotzdem ja theoretisch schaffbar. Das, ich bin ja jetzt ein paar Mal. Ja, musst halt viermal Erster werden Na gut, jetzt. das, ich sagte ja theoretisch, hätte ich vorher mal ein bisschen besser gefahren. Schön, dass du mir die Musik vorsingst, aber ich glaube, der Originalsong, der könnte besser sein. Ja, ich glaube auch. Hey, ich singe ja zumindest schon mal nicht. Ich dudel nur. Oh Gott, ich hasse blaue Extras. Dann lass sie doch Kann das liegen. sein, dass die blauen Extras was Negatives bedeuten? Nein, 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 nein. Okay. Das sind Fake News. Alles klar, dann bin ich ja völlig beruhigt. Wie viele Rennen muss man im Schnitt gewinnen, um einen Planet zu schaffen? Ist das grob? Wenn ich jetzt wüsste, wie viele Punkte pro Saison fällig sind, könnte ich es dir sagen. Weiß ich aber beim besten Willen gerade nicht. Okay. Aber es ist nie so, dass du alle gewinnen musst. Okay. Born to be Ich dachte, jetzt wild. war die letzte Runde, scheiße. Fast hätte ich schon gebremst und da und gedacht, ihr guckt euch meinen Rückspiegel an. Nein. Scheiße. Vor Vorfreude verkuppelt. Nein. Ich hatte jetzt gar nicht gesehen, wo die Passwörter angezeigt werden. Wo was angezeigt Die wird? Passwörter müssen ja ein Passwort gekriegt haben vorhin, ne? Nee, das wird, wenn du Spiel beendest. Ah, okay. Also wenn du stirbst, glaube ich. Oder kannst du die irgendwie anzeigen lassen. Also du kriegst sie Okay. nicht automatisch angezeigt. Die Stunde ist um. Dann schreibe ich mir das Passwort auf. So, das heißt, wie beendet man das? Geht man Ja, auf geh Spiel? mal raus. Ja, geht gerade nicht. Doch, geht. Ja, geht gleich. Geh mal auf FX. Das ist aber eher Mal was Sound, ne? da. Exit. Ja, das ist Exit. sehr Ah, da sinnvoll. unten stand's doch. Geh noch mal rein. Okay. Da steht's auch. Rookie-Passwort. Player 1. 0, das 0, also ein bisschen Zeichen, ne? Ach, das ganze Ding. Ja, gut, K65HS kleinen Moment, ausruhen. ich mache mir kurz Ja. ein Handyfoto, weil falls ich es mal weiterspiele. Ich kann auch im Internet recherchieren, normal ist das ja scheißegal. Ja. Aber ich tue mal so, wir hatten noch kein Internet, deswegen mache ich mit dem Handy ein Foto. Ah, hier siehst du übrigens schon oben links oder links die Das beiden Schlauchboot, Fahrzeuge. Das ja. sind die nächsten beiden, die es dann gibt. Das Kettenfahrzeug und das Das Luftkissenfahrzeug. sieht schön aus, ja. Wie kommt man hier ganz raus? Ist aber auch im Endeffekt Wurst. Reset. Achso, okay. Weißt du, was wir jetzt eigentlich mal als Gag machen können? Nein. Wir gucken jetzt noch mal kurz in den Vorgänger rein davon. Hier kannst du mir mal einmal kurz 2 Minuten zeigen. Dann kann ich mal meine Augen kurz ausruhen. Okay. Aber wie gesagt, ja, hier schreibt jemand, man könnte mich gar nicht hören. Also, oder meint er den Ansager? Wir haben keinen Ton vom Spiel an. Wir beide müssten eigentlich zu hören sein. Zumindest hoffe ich das, weil sonst haben wir ein Problem. So. Ja, wir haben ein Problem. Wieso? Sag mal was. 1, 2, 3.
Ich bin nicht zu hören, oder was? Ah, doch, okay, nee. Doch, doch, ich bin ja hier in der Aufnahme, also ich Ja, alles gut. im Stream muss ich zu hören sein, weil ich bin hier im OBS mit Ausschlag. Auch ein schöner Satz, im OBS habe ich Ausschlag. So, du siehst, wie furchtbar das Ding aussieht. Ernsthaft, ich finde es gut. Was? Das gefällt mir. Klare Strukturen, klare Grenzen. Du klaust Kindern echt auch die kleinen Kindern die Lollis, ne? Ich finde das ganz nett, ehrlich gesagt. Ja, dann Aber ich bitte, spiel's. du hast immer noch die Ich Steuerung. muss es hier vom Mach es doch Spiel. mal an. Nein, ich finde es wirklich ganz nett. Ist die Steuerung schlechter oder? Das ganze Spiel ist schlechter. Finde ich im Augenblick. Also natürlich ist es technisch schlechter, das sieht man ja, aber Also du hast hier auch das Problem, dass halt gefühlt die Autos größer und die Strecken kleiner sind. Also von der Breite her. Du hast weitaus weniger Platz zum Manövrieren. also ich muss sagen, das gefällt mir. Okay. Ah, Amiga Master hat auch schon kommentiert, das schlechtere Skidmarks spielt hier, aha. Okay. Naja. Also finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also wie gesagt, das hat mich jetzt natürlich nicht geärgert. Wie gesagt, ich werde sogar mal weiterspielen, denke ich mal. War ein schöner Vorschlag. Das heißt, auf dem Level können wir weiterspielen. Ich kann auch nett. Ja, wobei, wie gesagt, hätte ja auch komplett in die Hose gehen können wegen der Isometrie. Das weiß man ja wirklich nicht bei dem Spiel. Richtig. Und ich weiß ja, ich habe es schon mal angespielt und da war mein Empfinden nicht so gut wie heute. Also deswegen nette Variante, gefällt mir. Gucke ich wieder an. Mal gucken. Ja, dann sind wir soweit durch. Ich kann mich jetzt noch mal Denke. ransetzen, ein bisschen weiter am Podcast zu arbeiten, damit er morgen online geht und dieses Video wird, falls es Ton hat, dann auch bei YouTube wieder landen noch. Gut, danke an dich, Marius. Das war eine Ja, nette bitte. Erfahrung, ein schönes Erlebnis. Ich hätte dich Gern ohne den Titel geschehen. wahrscheinlich auch nie wieder rausgeholt, weil ich einmal damit keinen so guten Zugang hatte wahrscheinlich. Aber nö, gefällt mir. Danke Ist doch dafür und super. hoffentlich, Klammer auf, Klammer zu, Anführungszeichen, bis zum nächsten Mal. Wir werden sehen. Danke, Irgendw danke. also ein nächstes Mal gibt es. Ich weiß aber noch nicht, was wir dann spielen. Wir lassen uns überraschen. Andeutung habe ich ja Ajo. schon gegeben, was ich nicht mag. Bis denn, danke. Bis dann. Ciao.